Amen, danke Lobpreisteam. Ja, das ist wirklich unser Gebet, dass dieses Haus ein Haus des Gebetes ist für Gott, für das Reich Gottes, dass es Gott gefällt. Amen. Es ist so ganz, ganz wichtig, dass wir frei werden von Menschen und Organisation, sondern wirklich auf das stehen. Auf was stehen? Auf dem Fels. Auf dem Fels. Wer ist der Fels? Jesus. Jesus ist der Fels. Und er sagt dann in diesem Gleichnis von diesem Haus, das auf Sand gebaut ist, und das Haus, was auf Fels gebaut ist. Das Haus, was auf Sand gebaut ist, wenn Sturm, wenn Regen kommt, kracht dieses Haus zusammen. Aber wenn es auf dem Fels, der Jesus Christus heißt, gegründet ist, das heißt dein Lebenshaus, dann steht es fest. Amen. Nicht auf Menschen, nicht auf Organisationen, Kirchen oder auch irgendwelchen Dogmen, sondern wirklich auf dem Fels, der Fels ist, der wahre Fels. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht uns gut. Wenn nicht, dann glaube ich, dass Gott uns hilft, dass Gott uns begegnet, dass Gott uns heilt, dass Gott uns freisetzt. Amen. Als deutsche Christen, die aufstehen für Jesus. Amen. Amen. Ja, das dürfen wir. Wir dürfen aufstehen für Jesus. Wir dürfen ihn ehren, ihn bezeugen. Wir dürfen beten in seinem Namen. Und für mich ist das immer, jeder Gottesdienst ist für mich eine Herausforderung und ist spannend. Weil ich denke immer, was ist das, was Gott vorhat, was er heute tun möchte? Und es geht ja nicht darum, dass ich jetzt komme und sage, was kann man mir heute Gutes tun, sondern, was sagt Gottes Wort? Jeder habe etwas, ne? Dass wir selber, wir haben Gebet, wir haben Lobpreis gemacht, wir können uns einklinken in dem, was Valeria auch gesagt hat, was sie vorne vom Mikrofon gesagt hat, dass wir wirklich diesen Gott ehren, diesen Gott anbeten. Und Lobpreis ist schön, Anbetung ist schön, aber es ist nicht da, dass wir den Lobpreis anbeten, sondern dass wir den anbeten, der dahinter steht, den großen, allmächtigen Gott und ihn ehren. Und das ist auch so mein Gebet für heute. Ich habe so ein bisschen das in mir, dass Gott so sein Wort bestätigt mit Zeichen und Wunder heute Morgen. Amen. Dass Gott dir begegnet. Dass Gott dir begegnet. Vielleicht brauchst du es gar nicht. Aber weißt du, wenn ich so hineinschaue, sind ein paar Leute da, die sagen, ja, ich brauche Gott. Ich brauche Gott. Und ohne ihn können wir erstmal als Christen nichts tun. Und ohne Jesus geht es nicht in den Himmel rein. Weil er ist der Weg. Er ist die Tür. Wir brauchen ihn. Wir brauchen wirklich, wirklich Jesus. Und ich habe da ein paar Bibelstellen, die so Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und zwar aus Apostelgeschichte 2, ab Vers 14. Da heißt es, da erhob sich Petrus mit den anderen 11 Aposteln und rief der Menge zu, hört her, ihr Leute aus Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Und das war so gerade in dem Moment, als der Heilige Geist auf diese Jünger und die da zusammen waren, gekommen ist und wo dann wirklich sie in Sprachen geredet haben und die Bibel sagt, wie Feuerflammen auf ihren Häuptern zu sehen war. Und dann sagt der Petrus, diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es, in den letzten Tagen, spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich in jenen Tagen meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Halleluja. Amen, darum geht's. Es geht darum. Es geht darum, nicht, dass wir irgendwie denken, ja Mensch, wie macht man Gemeinde oder wie mache ich mein Leben, wie organisiere ich all diese Dinge. Ich denke, hier, Pater Petrus hat es gut erklärt, diese Bibelstelle aufgegriffen aus dem Joel,
dass Gott verheißen hat, seinen Heiligen Geist auszugießen. Und wir müssen manchmal Dinge wegtun, die wir gehört haben oder gesehen haben, die nicht mit dem übereinstimmen, was das Wort Gottes sagt. Das ist ganz wichtig für uns. Weil für mich persönlich und für uns als Gemeinde Nummer eins das Wort Gottes. Amen. Was da drin steht. Und zwar zwischen den Deckeln, ohne eine Seite rauszureißen. Ne? Wenn wir anfangen rauszureißen und wir leben in einer ganz gefährlichen Zeit, warum? Das Wort Gottes wird mehr verdreht, sozusagen die Kraft wird rausgenommen, wird immer mehr menschenwohlgefällig geschrieben oder organisationswohlgefällig oder kirchenwohlgefällig geschrieben und man verändert es so ganz langsam. Ne? Man sagt so, wenn du einen Frosch kochen möchtest, dann darfst du ihn nicht in heißes Wasser werfen, dann springt er raus, sondern musst ihn in kaltes Wasser setzen und das kalte Wasser erwärmen, dass das langsam kommt, dann merkt er das nicht. Ne? Und manchmal geht es uns auch so, dass Dinge verändert werden in der Bibel, in den Übersetzungen, die einfach Kraft rausnehmen und manchmal das Wort wirklich anders darstellen, als es ursprünglich war und gesprochen worden ist. Und deshalb ist es gut, wenn wir schauen, was haben wir für Übersetzungen, was lesen wir, ist manchmal gut, man hat mehrere, dass man vergleichen kann. Aber das Wort Gottes ist letztendlich, warum ist das Wort Gottes richtig, wichtig? Gott hat sich gebunden an diesem Wort. Gott hat gesagt, das ist mein Wort für euch. Das ist Gottes Wort für dich. Es steht eigentlich fast alles drin, wo wir Rat brauchen, steht eigentlich fast in diesem Wort drin. Und wir dürfen beten, dass Gott uns dieses Wort aufschließt, weil wenn wir das Wort Gottes lesen, die Bibel lesen, ohne dass wir den Heiligen Geist haben, der ja Licht und Offenbarung ist, verstehen wir es nicht so gut. Aber wenn Gott durch seinen Heiligen Geist in uns wohnt, dann haben wir diese Offenbarung Gottes und Gott zeigt uns, was er da wirklich sagen möchte zu uns oder auch zu unserer Situation ganz, ganz persönlich. Und es war natürlich eine Zeit hier in der Apostelgeschichte, dass der Heilige Geist auf die gefallen ist und es war ein Tuvabu, ich kann mir vorstellen, durcheinander, Leute wussten gar nicht, was passiert hier überhaupt, sind die betrunken oder was ist los hier, ne? Heute werden sicherlich gleich viele Fernsehstationen angereist, ne, und hier Kameras und Interviews und so weiter. Ne. Und, aber hier erklärt der Petrus das, dass eben nicht, dass sie nicht betrunken sind, sondern dass sich hier erfüllt, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat und dann bei ihm heißt es in den letzten Tagen. Und das waren damals schon die letzten Tage und bei Gott sind die Tage ein bisschen länger als bei uns Menschen. Da können wir dankbar sein, dass Gott nicht sagt, also morgen hast du noch eine Möglichkeit, Buße zu tun, wenn nicht, stirbst du. Hat Gott so schon mal geredet, im Moment in unseren Tagen nicht. Warum in unseren Tagen nicht? Weil wir leben in dieser Gnade, in dieser Barmherzigkeit Gottes und dass Gott nicht der gekommen ist, jetzt, um uns jetzt zu richten, sofort, sondern er ist gekommen, um wirklich uns dieses Gnadengeschenk anzubieten, dass wir es nehmen, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Vergebung und seine Liebe. Und für mich ist es persönlich wichtig, also nicht nur für mich ist es wichtig, sondern für uns auch als Gemeinde ist es wichtig, dass wir eine Offenheit haben für den Heiligen Geist. Viele lehnen das manchmal ab, weil den Heiligen Geist kannst du nicht kontrollieren. Du kannst ihn auch direkt nicht sehen, manchmal die Auswirkungen, ja, aber den Heiligen Geist kannst du nicht sehen. Und da machen viele nicht mehr mit, da denken, ja, ich sehe das nicht, ich kann das nicht kontrollieren, das ist alles Quatsch, so war es damals schon, aber es ist Realität, weil Jesus sagt an einer Bibelstelle, wie viel mehr wird mein Vater, also Gott im Himmel, denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Wie viel mehr wirst du Gottes Geist bekommen, wenn du Gott bittest, Herr, schenke mir, gib mir deinen Heiligen Geist. Und da gibt es sicherlich dann auch Folgerungen daraus, weil der Heilige Geist befähigt uns, in Sprachen zu reden, in Sprachen zu beten. Und wie er auch hier sagt in dem Vers, dass der Vers 17 sagt es,
dass will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Halleluja. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die Alten bedeutungsvolle Träume. Okay, hast du das, wenn du schon alt bist, bedeutungsvolle Träume? Wenn du jung bist, redet Gott zu dir, gibt Gott dir Offenbarung. Halleluja, das brauchen wir. Wir brauchen das in unserem Leben. Wir brauchen das. Wir brauchen keinen Ersatz dafür, sondern wir brauchen das, was Gott uns zusagt. Und da ist es auch, ja, zumindest, ich kann ja jetzt mal von mir ausreden, ist ein Herzensanliegen, dass wir mehr in Sprachen manchmal singen oder beten. Man muss das jetzt nicht als Gesetz machen oder dass ein Muss ist, sondern einfach in diese Freiheit Gottes hineinzukommen. Weil wenn wir in Sprachen beten, reden, bleibt unser Verstand fruchtleer. Wir können das nicht kontrollieren und der Teufel kann das auch nicht kontrollieren, aber es sind Geheimnisse Gottes, die Gott offenbart. Es ist eine Macht, eine Kraft, eine Autorität Gottes und das dürfen wir mehr und mehr praktizieren. Und manchmal muss man Dinge raus aus unserem Hirnskasten, was der gepredigt hat oder der, weil wir wissen, dass es in Deutschland mal diese Berliner Erklärung gab, wo man sich gegen den Heiligen Geist ausgesprochen hatte, gegen die Wirkungen des Heiligen Geistes. Die großen Kirchen und auch andere Organisationen haben sich dagegen ausgesprochen. Es ist teilweise wieder zurückgenommen, aber nicht voll zurückgenommen worden. Es sind immer noch Restbestände da und wir erleben das in unseren Tagen, wie neu Leute aufstehen, dagegen zu predigen, dagegen zu reden. Und ich finde das so schändlich, das tut mir so weh, wie man sowas predigen kann gegen den Heiligen Geist. Denn es steht in der Bibel, sollen sie, wenn sie nichts anderes wissen zu predigen, dann sollen sie das predigen, was in der Bibel steht und das reicht schon, ne? Aber nicht dagegen. Gut, ich hoffe, wir verstehen das und wir lassen das rein in unser Herz. Ich verstehe auch, wenn man da Probleme mit hat. Ich hatte selber Probleme damit vor vielen Jahren, weil ich in einer Gemeinde aufgewachsen war, die total das abgelehnt hat. Die hatten damals Pfingstgemeinde, alles, was es damals gab, ist schon ein paar Jahre her, abgelehnt. Und so bin ich aufgewachsen. Und ich musste dann, als ich erkannte, ich brauche den Heiligen Geist, musste ich all das wirklich wegwerfen aus meinem Hirnskasten raus, um mich da zu öffnen, dass ich sagen konnte, Herr, ich brauche dich, ich brauche deinen Heiligen Geist. Und ja, das war bei mir ein bisschen schon ein Akt dann natürlich, aber dann hatte ich das bekommen und Lob und Dank, ich konnte auch wirklich festhalten daran und ich weiß heute, dass ohne Gottes Heiligen Geist, wir können weder Gemeinde bauen, wir können weder wirklich richtig Gott von Herzen dienen, sondern das ist das, was wir wirklich, wirklich brauchen. Und ich kann nur dafür beten auch, dass wir als Gemeinde das schnallen, das begreifen. Ich brauche das. Ich brauche Jesus. Ich brauche den Heiligen Geist. Ich brauche diese Wahrheit aus diesem Wort Gottes heraus. Und jetzt machen wir einen Sprung in den 2. Timotheus hinein, wo Paulus auch hier schreibt über auch diese Zeit. Und ich kann mir vorstellen, das ist die Zeit auch, in der wir leben. In der Zeit, in der wir leben, ist es nicht die beste Zeit, denke ich mal. Ne? Oder es gab schon bessere Zeiten in Deutschland. Ich habe es, glaube ich, schon mal vor ein paar Tagen gesagt. Es gab die Zeit als Kind, vielleicht als ich 12 Jahre, 15, 16 oder 17, 18 Jahre war. Wenn dann eine ältere Person in den Bus hineinkam, dann sind die jungen Leute aufgestanden, haben dieser älteren Person Platz angeboten. Gibt es das heute noch? Ja? Nicht oft, ne? Oder? Manchmal sagen die Jungen, ich habe bezahlt, der hat auch bezahlt, aber ich sitze ja auch vor meinem Platz. Ne? Wir leben in einer Verrohung der Gesellschaft, dass die Leute wirklich manchmal herzlos sind und nur an sich denken. Und da schreibt der Paulus hier im 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 2, die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben.
Sie werden überheblich und anmaßend sein, Gott verlästern und sich weigern, auf ihre Eltern zu hören. Dank und Ehrfurcht kennen sie nicht. Passt das in unsere Zeit hinein? Passt das rein? Wir selber müssen unser Herz da auch bewahren davor, dass wir nicht sagen, ah, ich will mehr, ich will raffen, ich will häufen oder was weiß ich. Ich bin da auch kein Beispiel. Ich habe mir nie Gedanken da gemacht. Was ich habe, hat Gott irgendwie organisiert, dass ich es bekommen habe. Aber ich bin nicht der gewesen, der jetzt da immer mehr haben wollte, sondern es war einfach da. Es war die Möglichkeit da oder es war auch geschenkt von Gott. Und da bin ich ihm dankbar. Aber dass wir nicht die sind, die da wirklich ihren Fokus drauf haben und ich will mehr und mehr und mehr. Und das ist manchmal das Problem. Wir hatten das Problem vor Jahren. Wir hatten ganz viele afrikanische Geschwister hier, die waren von Afrika hierher gekommen und haben das Geld gesehen und haben Gott vergessen. Ne? Sind hergekommen, haben das Geld gesehen, arbeiten, mehr Geld nach Hause schicken und. Und Gott war plötzlich nicht mehr der Gott, der in Afrika war, wo sie morgens in den Gottesdienst gegangen sind, getanzt haben, gejubelt haben, sondern sie waren einfach fokussiert ganz stark auf dieses Geld. Und das verführt uns manchmal, wo wir drauf schauen, da hängen wir unser Herz dran und dann verführen uns diese Dinge und sie ziehen uns weg, letztendlich weg von Gottes Gegenwart, von Gottes Liebe und sogar von Gottes Wort. Sind Menschen überheblich, sind Menschen anmaßend? Ich glaube, sie sind sehr anmaßend geworden. Auch die Politiker sind sehr anmaßend geworden. Sie meinen, sie brauchen nicht mehr Gott respektieren, sie brauchen nicht mehr die Bibel respektieren. Auf das Wort Gottes ist ja eigentlich mal unser Grundgesetz aufgebaut worden, jedenfalls hier in Deutschland. Und man verwässert das immer mehr und nimmt die Kraft raus und die Menschen denken, ach Gott hört das nicht und Gott sieht das nicht. Ich glaube, dass Gott alles hört, dass Gott alles sieht, dass Gott uns heute Morgen sieht. Amen. Und wir können einfach froh sein, dass Gott unser Herz ansieht. Ne? Amen. Dass Gott unser Herz ansieht. Und ich hoffe, Gott hat Freude. Und wenn er keine Freude hat, dass er dann wirklich deine Situation sieht und sagt, ich möchte dir helfen. Ich möchte der sein, der dir dient, der dich segnet, der dir wohltut, der all deine Sünde vergeben hat und der dir wirklich helfen möchte, in eine ganz starke Beziehung hineinzukommen mit ihm. Gott verlässt an sich verweigern, auf ihre Eltern zu hören. Dank und Ehrfurcht kennen sie nicht. Da muss ich auch wirklich sagen, schade, dass manchmal Eltern nicht ein gutes Vorbild sind für die junge Generation. Ne? Die Älteren schimpfen auf die Jungen, aber manchmal waren die Älteren die Vorlage dafür, dass die Jungen in ein falsches Fahrwasser gekommen sind. Und da müssen wir uns dann manchmal selber an die Nase fassen, dass wir da auch oft versagt haben. Dann, wenn wir weiterlesen, das ist ja so mal ein Wort, was ich glaube, auch in unsere Zeit hineinpasst. Sie lassen andere im Stich, sind unversöhnlich, verleumden ihre Mitmenschen, ihr Leben ist ohne Hemmungen, brutal und rücksichtslos, sie hassen alles Gute. In der Zeit leben wir. In der Zeit leben wir, dass andere hassen das Gute in unserem Land. Versteht ihr das? Sie hassen das Gute in unserem Land. Wenn Feste gefeiert werden, dann versuchen sie zu stören mit irgendwelchen Attentaten und hat es das vor 30 Jahren auch schon gegeben, dass man fast jeden Tag etwas liest, dass jemand mit einem Messer erstochen worden ist? Das hat man nicht vor 20 Jahren täglich gelesen. Ne? Da sehen wir einfach, wie diese Dinge zunehmen. Und man gewöhnt sich fast dran. Man denkt, ist jetzt gar nichts passiert. Ne? Und ich glaube, es ist nicht gut, wenn wir uns dran gewöhnen, sondern wir als Christen haben wirklich eine Aufgabe zu beten. Zu beten, dass Gott auf einer Seite der Gott meines Schutzes ist, deines Schutzes und auch, dass unser Gott, an dem wir glauben, auch der Gott ist, der dieses Land beschützt. Und ich habe ganz klar dieses Zeugnis in mir, dass nicht schon mehr Dinge passiert sind in unserem Land, liegt an den Menschen, die glauben und beten.
Glaub mir das. Gott erhört Gebet. Und wenn wir für unser Land beten, wird Gott dieses Land heilen. Das heißt, wir als Christen, wir haben einen ganz gewaltigen Auftrag. Warum haben wir einen gewaltigen Auftrag? Weil du und ich, der du an Jesus glaubst, bist dieser Mund Gottes. Du bist der Mund Gottes. Gott hat dich erwählt, dass du sein Wort aussprichst, dass du sein Wort proklamierst. Amen. Und deinen Glauben auch bekennst, ein Zeugnis gibst in dieser Welt für Jesus, ein lesbarer Brief, dass die Menschen in deinem Leben lesen können, jawohl, dieser Mensch erkenne ich, der dient Gott, der ist anders als die anderen, die ich so kenne, die einfach nur an sich denken. Das ist wirklich ein Mensch, der das auslebt, was in der Bibel steht. Und es ist wirklich so schlimm geworden, dass die Menschen hassen alles Gute. Kannst du dir vorstellen, es kommen Menschen nach Deutschland, die hassen, dass es uns gut geht. Und die wollen uns zerstören, die wollen uns Dinge wegnehmen, dass wir vielleicht das teilen mit ihnen. Ne? Kann man sicherlich über nachdenken, was das alles bedeutet für uns. Und wir als Christen, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns aufmachen und in einer ganz starken Beziehung zu Jesus leben. Und dann noch der Vers 4 und vielleicht 5 noch. Verräter sind sie, die sich nicht beherrschen können und nur sich selbst für wichtig halten. Nichts als ihr Vergnügen haben sie im Kopf und Gott ist ihnen völlig gleichgültig. Ja. Wir möchten nicht diese Menschen jetzt verurteilen und sagen, wie schlimm sind diese Menschen, sondern wir müssen uns auch manchmal fragen, bin ich jetzt ein Licht für Jesus, dass diese Menschen, die scheinbar böse sind, dass sie den Weg zu Jesus finden. Weil wir dürfen jetzt diese Menschen nicht so verdammen und sagen, du böser Mensch, du gehörst einfach weg von dieser Erde. Nein, sondern Gott hat es zugelassen, dass er da ist und vielleicht braucht er jemand, der ihm den Weg weist. Vielleicht braucht er jemand, der ihm ein Zeugnis gibt, wie er zu Jesus finden kann, wie er einfach diesen Hass und das, was so in ihm lebt, dieses Widerstreben gegen alles Gute, dass er da verändert wird, eine Veränderung hineinkommt. Ja. Und der Vers 5 sagt dann, nach außen tun sie zwar fromm, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Hüte dich vor solchen Menschen, schreibt der Paulus hier, auch dem Timotheus. Ja, und ich glaube, das ist so ganz wichtig, wenn wir nach außen sind, wir heute alle schön. Ne? Ich habe heute meine weiße Jacke angezogen, die hängt in meinem Schrank und die sagt, zieh mich doch auch mal an. Ich ziehe die ganz selten an. Sind wir schön? Aber wenn du hier rausgehst, zu Hause, wie ist das, wenn du mit Menschen umgehst, wie ist dein Leben? Bist du jemand, der dann ich sag, oder bist du jemand, der sagt, Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass es mir gut geht. Ich danke dir, dass du meine Hilfe bist. Ich danke dir, dass du meine Rettung bist, dass du mein Heiland bist. Also, wir brauchen ihn wirklich. Und nicht nur für die Dinge, wo wir Not haben, sondern er braucht uns, dass wir unseren Mund öffnen vor ihm, dass wir ihn loben und preisen und danken von ganzem Herzen. Und das möchten wir besonders dann in einer Woche tun, wo wir so eine Zeit haben, wirklich erinnert sind, für Dinge zu beten, für diese Stadt, für dieses Land, für uns als Gemeinde. Und Gebet bewegt etwas. Gebet bringt Veränderung. Und dass wir nicht Menschen sind, und wenn du jemand bist, der nach außen vielleicht fromm dasteht, aber von der wirklichen Kraft des Glaubens nichts weiß, dann möchte ich dir zurufen, lass dich erfüllen mit Gottes Geist. Komm zu Jesus und ja, demütige dich vor ihm, demütige dich vor ihm. Wir haben nichts zu bringen, nichts. Ich persönlich habe nichts zu bringen. Ich kann sagen, Herr, alles bist du, alles bist du. Alles ist entstanden, zumindest in meinem oder auch wenn ich meine Frau einbeziehe, in unserem Leben ist durch Gottes Gnade, durch Gottes Barmherzigkeit entstanden. Halleluja. Amen.
Jetzt der Heilige Geist hatte ich am Anfang, dann unsere Situation im Moment, in unserem Land vielleicht, vielleicht auch in unserem persönlichen Leben. Aber die Bibel sagt an einer Stelle, dass der Geist Gottes ist das Transportmittel für die Liebe Gottes in unser Leben hinein. Diese Liebe Gottes, diese Agape-Liebe, bekommen wir durch den Heiligen Geist. Und diese Agape-Liebe ist eigentlich die stärkste Liebe, die Gott uns Menschen verheißen hat, die wir an ihn glauben, ist diese Agape-Liebe. Wir lesen das ja auch besonders im 1. Korinther 13, dass diese Liebe ist wirklich mächtig, sie ist ganz stark. Und ich glaube, das ist so ganz wichtig, dass wir da dahin kommen, dass wir da genau hinkommen. Und diese Verbindung dazu, was ist diese Verbindung, ist eigentlich Jesus. Wer Jesus hat, hat das Leben. Können wir das verstehen? Wer Jesus hat, wer an Jesus glaubt, wer in dieser Beziehung mit Jesus lebt, der hat das Leben. Warum ist das so? Jesus ist an das Kreuz gegangen für unsere Schuld. Jesus hat uns verbunden mit dem Vater Gott. Jesus hat uns, jawohl, er war dieser Vermittler. Er war dieser Mann, der an das Kreuz ging, um uns zu versöhnen mit Gott. Vorher mussten die Menschen Opfer bringen und sie mussten immer wieder neu Opfer bringen für ihre Sünde. Aber Jesus ist dieses Opferlamm Gottes geworden, der uns versöhnt hat mit dem Vater, der alle Schuld bezahlt hat. Kannst du dir vorstellen, alle Schuld? Vielleicht hat jemand Schulden hier. Ich glaube, wir haben auch noch ein paar Schulden. Und stell dir vor, jetzt morgen heißt es, alle Schulden getilgt. Wow. Für mich sind jetzt diese finanziellen Schulden keine Schulden, die mich drücken oder so. Aber vielleicht manchmal drücken uns natürlich diese Dinge auch. Und jetzt geht es um unser Leben, Schuld. Was ist Schuld in unserem Leben? Das ist schon eine Frage halt. Ne? Schuld ist zum einen die Anklage, die der Feind oft uns in die Ohren blasen möchte. Unsere Schuld, unsere Fehler, unser Taugenichtsdasein, unsere Unzulänglichkeiten. Vielleicht haben andere das über unser Leben ausgesprochen. Schuld, die uns belastet. Bei mir war das so, als ich mich bekehrt habe zu Jesus als junger Mensch, da war das, als wenn so ein Rucksack von meinen Schultern gefallen war. Ich war so belastet und beladen mit vielen Dingen, warum auch immer, ich kann mich an Einzelheiten überhaupt nicht mehr erinnern, ist es einfach weggefallen. Und es war, ich bin damals dann Fahrrad gefahren, wir haben außerhalb gewohnt von Celle, das ist in Norddeutschland bei Hannover, und dann bin ich mit dem Fahrrad gefahren und oft habe ich das Empfinden gehabt, ich sitze nicht auf dem Fahrradsattel, sondern ich sitze ein paar Meter höher. So habe ich mich gefreut und so war diese Freude und Gottes Gegenwart so stark, dass ich eigentlich nur noch voll Dankbarkeit wirklich heulen konnte und Gott die Ehre geben konnte für das, was so passiert ist durch seine Liebe in meinem Leben. Und deshalb sagt auch der 1. Johannes Kapitel 5, Vers 12, sagt, wer also mit dem Sohn verbunden ist, der hat das Leben. Wer mit Jesus verbunden ist, hat das Leben. Wer aber keine Gemeinschaft mit dem Sohn hat, der hat auch das Leben nicht. Das müssen wir wissen. Es gibt zwei Leben. Es gibt ein Leben, getrennt sein von Gott. Und es gibt ein Leben, verbunden sein mit Gott. Total zusammen zu sein mit ihm. Und wenn wir mit ihm zusammen sind, haben wir das Leben. Warum? Dann haben wir ewiges Leben. Dann haben wir das Leben aus Gott, das Leben aus Gott. Und ich weiß nicht, warum ich das so oft sage heute, aber manchmal müssen wir diese Sachen ausradieren, dass wir irgendwo an kirchlichen Sätzen gebunden sind, die manchmal was ganz anderes lehren eigentlich als die Bibel. Ne? Wir müssen dieses Wort Gottes so nehmen, wie es geschrieben steht. Und wenn das hier steht im 1. Johannes, wer also mit dem Sohn verbunden ist, der hat das Leben, dann verstehe ich da drin, wer mit Jesus verbunden ist, Jesus der Retter, der Herr, dann verbunden ist, dann habe ich dieses Leben, dann habe ich dieses Leben in mir. Aber ein Mensch, der sagt, ich bin nicht verbunden mit Jesus, ich glaube nicht an Jesus,
der hat dieses Leben nicht. Der hat das Leben nicht. Und das können wir nur jedem empfehlen, dass er Jesus annimmt in seinem Leben, um dass er Gottes Leben in sich hat und in sich trägt. Und genau. Und jetzt steigen wir ein, 1. Korinther 13, Vers 3, wir haben da, kennen wir fast auswendig, es wird oft drüber gepredigt. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, wie lange das her ist, auch schon irgendwann mal drüber gepredigt. Da heißt es dann ab Vers 3, also 1. Korinther 13, ab Vers 3, selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Kann man das verstehen? Wir müssen es auf einer Seite verstehen, dass wir unsere Erlösung, unsere Beziehung zu Gott können wir nicht mit guten Werken kaufen. Ich bin kein Christ, weil ich gute Werke tue. Ja? Es gab auch so, in der Bibel gibt es Parallelen auch dazu, wo Menschen zu Jesus kamen, die sagen, du, ich habe alles getan, alles. Und da sagt der Jesus, eins fehlt dir noch, verkaufe, was du hast. Und dann ging dieser Mann weg von Jesus. Wir können das, den Himmel nicht verdienen. Du kannst ihn nicht verdienen, aber du kannst ihn als Geschenk empfangen. Das ist einfach dieses Wunderbare bei Gott. Weil Gott sagt, wenn ich Jesus aufnehme in mein Leben, in mein Herz, dann bin ich verbunden mit ihm. Der vergibt mir alle meine Schuld oder hat es bereits getan und meine Sünde. Und ich glaube, deshalb ist dieses Kapitel, ich denke, es ist ein ganz wichtiges Kapitel, auch wirklich richtig, richtig zu verstehen. Es geht nicht um Leistung in erster Linie, sondern es geht um die Agape-Liebe Gottes, um diese göttliche Liebe geht es. Wenn du nachdenkst in deinem Leben, wenn ich dich fragen würde, hast du allen Menschen vergeben? Muss man manchmal ein bisschen überlegen, haben wir allen Menschen vergeben? Manchmal hat man noch so alte Klamotten irgendwo, ne, wo man sagt, ah Mann, muss ich da auch noch ran vielleicht. Ne? Aber wir sollen allen Menschen vergeben, natürlich. Aber diese Liebe Gottes ist nur im Zusammenhang zu verstehen mit dem Heiligen Geist. Mit dem Heiligen Geist. Wir können uns anstrengen, Menschen zu lieben, Sympathie, Antipathie, auch in der Gemeinde. Man kann das sicherlich auf einem Level, auf einem menschlichen Level gut hinbekommen. Aber das ist nicht das, was Gott meint. In dem Moment, wo du anderer Meinung bist, da hacken sie alle auf dich rum vielleicht. Ne? Aber wenn du Liebe hast, dann hast du Vergebung in dir. Wenn du Liebe hast, kannst du deinen Feind lieben. Den können wir natürlicherweise nicht lieben. Ne, wenn wir Feind hören, Feind sehen, kommt manchmal Hass in uns auf. Ne? Wollen wir zurückschlagen, wollen wir irgendwo dem auch eins reindrücken. Aber diese Liebe Gottes, sie ist wirklich anders. Und deshalb steht es hier auch am Anfang, wenn ich so all meine guten Werke, wenn ich die so zusammentue, dann sind das so viele gute Werke. Aber wenn ich keine Liebe habe, dann nützt es mir gar nichts. Und jetzt ist hier aufgeführt so ein paar Eigenschaften dieser Liebe. In Vers 4 sagt es, diese Liebe, sie ist geduldig und sie ist freundlich. Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht. Sie schaut nicht auf andere herab. Ja, diese Liebe ist geduldig, diese Liebe ist freundlich. Sie ist nicht verbissen, nicht enttäuscht, nicht voll Bitterkeit, sondern diese Liebe, sie ist von Gott und sie schaut auch nicht auf andere herab, dass man sagen kann, ach, was willst du schon mir erzählen, was willst du schon sagen? Schau mal, wo ich überall durchgegangen bin, komm du erst mal dahin, wo ich bin. Nein, diese Liebe Gottes, diese Agape-Liebe, sie schaut nicht so herab auf andere. Und diese Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Boah. Man kann sagen, das ist ja was Vollkommenes. Diese Liebe Gottes ist eine vollkommene Liebe.
Und ich glaube, wenn wir das so lesen heute Morgen und hören, dann denken wir, ja, okay, ich kann noch ein bisschen einnehmen von dem Land. Ne? Ich kann noch ein bisschen mehr von dieser Liebe Gottes gebrauchen, dass das noch stärker ist in meinem Leben. Dass das wirklich etwas ist, dass, wovon ich genug habe. Ne? Dass ich wirklich weiß, ja, ob das im Straßenverkehr, das sind ja so die größten Herausforderungen für Autofahrer. Ne? Ich weiß, ihr fahrt alle brav. Ne? Ich setze euch mal meine Frau neben mir, die kann mal aufpassen, wie brav ihr fahrt. Aber es ist wirklich so, im Straßenverkehr, da sind wir so persönlich herausgefordert. Ne? Persönlich herausgefordert. Ich übe das auch schon manchmal, dass ich sage, okay, da will einer rausfahren. Normal hat er nicht das Recht, okay, ich lasse ihn mal rausfahren. Ne? Aber manchmal sage ich, nee, ich habe keine Zeit, ich fahre einfach. Ne? Es sind schon Dinge, wo wir uns selber prüfen können und trainieren können, um wirklich noch mehr einfach diese Eigenschaften Jesu herauszulassen. Also ihr merkt, ich bin manchmal nicht besser als ihr, oder ich will auch nicht besser sein als ihr, weil keiner ist besser. Stell dir vor, keiner von uns ist besser. Du bist nicht besser als ich und ich bin nicht besser als du. Was macht den Unterschied? Unsere Beziehung zu Jesus, unser Glaube macht oft den Unterschied, dass wir darin wachsen und darin zunehmen. Und dass man den eigenen Vorteil sucht. Ne? Ja, müsste man mal fragen, ne, wie das so ist mit Erbsachen. Ne? Kennst du das? Es gibt was zu erben. Ne? Ja, da geht es um Geld vielleicht. Ne? Und dann kommt dieses Ich hervor, ne? Ich, aber ich. Und dann kämpft man. Und wie viel Bitterkeit, wie viel Nöte gibt es in diesem Themenbereich? Wie viel, wie viel, wie viel? Ne? Man bereitet sich Schmerzen. Ja, das gehört mir aber. Das steht mir zu. Das steht mir zu. Okay, ist schlimm, aber ich möchte mich nicht brüsten da. Aber ich habe gesagt, nein, ich möchte nichts von meinen Eltern haben, auch von meinen Schwiegereltern. Okay, ein bisschen Bargeld hat es da vielleicht gegeben, aber ich möchte nicht der sein, der da kämpft, sondern der weiß, das ist alles gut gelaufen und gut und man hat Frieden darüber. Also wenn man ständig denkt, kennt ihr das, vielleicht ist man auch, hast du recht, dass du benachteiligt worden bist? Vielleicht hast du recht. Aber weißt du, wenn du immer darüber sauer bist und das so, ja mal, wurmen lässt in deinem Leben und das macht dich krank, bringt dir Krebsgeschwüre in deinen Körper hinein, dann hat sich doch das nicht gelohnt. Ne? Manchmal müssen wir sagen, ich lasse es los. Ich lasse es los. Ich segne die Menschen. Ich segne sie. Ja. Oder du hast Geld ausgeliehen und hast es nicht zurückbekommen. Das ist mir, ich will nicht sagen zigmal, aber schon vielleicht 10-mal passiert. Ne? Was machst du dann? Ne? Da kannst du bitter werden und nicht Weltmenschen ausgeliehen, sondern Christen. Christen, verstehst du? Christen. Okay. Auch unter Christen darf man Liebe üben und Vergebung. Darf man sagen, ich lasse es los und ich segne diese Menschen. Ich segne sie. Also mit diesem eigenen Vorteil, da muss man schon dran arbeiten, dass man da wirklich frei von ist, dass man da frei von ist. Frei von. Und sie lässt sich nicht reizen, sagt der Vers 5, und ist nicht nachtragend. Ne? Nicht reizen heißt ja, ja, das wird man herausgefordert. Ne? Steigt vielleicht der Blutdruck, ne? Und es macht Ratter, Ratter da oben und dann, was kommt dann? Manchmal kommt dann Ärger auf oder ich zahle es dir heim oder was für Gedanken wir da auch manchmal haben. Wir dürfen uns da dringend überprüfen immer, ne? Dass wir sagen, Herr, ja, ich darf noch lernen, ich darf noch lernen, ich darf wirklich noch lernen da drin, dass ich nicht meinen Vorteil suche, dass ich nicht mich reizen lasse und nicht nachtragend bin. Muss ich auch manchmal noch lernen. Manchmal sagt man, ja, du, der oder die hat das und das getan oder so. Es ist gut, wenn wir die Dinge vergessen. Ne? Wenn wir die Dinge vergessen. Manchmal sagt man, okay, von Wunden Narben bleiben manchmal, wenn man verletzt worden ist, Narben bleiben, aber trotzdem auch die Erinnerungen vielleicht, aber wir müssen
und dürfen in dieser Vergebungshaltung leben und zulassen, dass Gottes Liebe diesen Mangel ausfüllt, den wir dann manchmal verspüren in unserem Leben, wo wir sagen, ich habe ja gar keine Schuld gehabt, sondern das ist mir einfach geschehen, das ist einfach mir angetan worden. Ach, der Vers 7 ist fast schwierig, ne? Die Liebe nimmt alles auf sich. Boah. Ja. Ja, dass man wirklich sich in der Pflicht weiß, eine Herausforderung, Menschen zu lieben, ne? Menschen zu lieben. Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, hast mich schon lange nicht begrüßt, das passiert manchmal, hast mich schon lange nicht begrüßt, denke ich auch immer, ja, man kann es ja auch mal kommen, kannst mich ja auch begrüßen. Ne? Oder das, manchmal ist es auch ein gegenseitiges Geben und Nehmen, dass wir uns nicht da taxieren, jetzt, die hat mich jetzt heute nicht begrüßt und die hat mich begrüßt und die hat ein schickeres Kleid an als ich oder einen schickeren Anzug als der. Ich denke, von den Dingen sollten wir frei sein. Wir sollten frei sein, dass wir einander lieben und aufeinander zugehen. Ne? Also sorry, wenn ich dich heute Morgen nicht begrüßt habe. Ja. Aber ihr dürft alle zu mir kommen. Ich habe keinen hier in der Gemeinde, wo ich sage, na, dich nicht. Du bist mir gefährlich oder so. Nein. Aber Gott hat mich frei gemacht davon. Ich hatte, das ist schon viele Jahre her, wenn ich da an Geschwister gedacht habe, ist mein Blutdruck oder Puls gestiegen. Da habe ich gesagt, das gibt's nicht. Ne? Dann habe ich, war das mit einer Not. Da habe ich gebetet. Und hat Gott gesagt, fang an, sie zu segnen. Und dann habe ich gebetet, habe diese Menschen gesegnet und dann war ich frei, frei auf einer Seite von dieser Belastung und frei, ihnen zu begegnen auch. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir in diese Freiheit der Kinder Gottes leben und auch diese Verantwortung, die wir haben, auf uns nehmen. Und dann sagt der Vers weiter, sie verliert nie den Glauben. Sie verliert nie den Glauben. Diese Liebe Gottes, sie bindet uns so stark an Jesus, so stark an Jesus, dass wir immer Hoffnung haben dürfen. Immer Hoffnung. Verstehst du? Also Hoffnung auch, wenn uns mal einer bevorteilt hat oder irgendwas gemacht hat oder so, dass wir sagen können, okay, ich habe einfach die Hoffnung, dass Gott es zulässt, dass der Mensch sich verändert. Ne? Packen wir die Leute nicht in eine Kiste, in eine Schublade, die sind so und so bleiben sie. Nein, jeder Tag ist ein neuer Tag und die Menschen haben die Chance, wie du und ich auch, dass ihr Leben sich verändert oder die Hoffnung und sie hält, stell dir vor, hält durch bis zum Ende. Oh, die Liebe hat Durchhaltungsvermögen, sie hält durch bis ans Ende. Deshalb steht es auch in der Bibel drin, wir sollen manchmal nicht das Leben anschauen von Menschen, wie sie jetzt so da sind, sondern das Ende sollen wir anschauen. Das Ende. Haben sie durchgehalten bis zum Ende oder sind sie gescheitert? Und dann diese Liebe Gottes, überlegst dir, die wird nie vergehen. Der Vers 8 sagt das, die Liebe wird niemals vergehen. Einmal wird es keine Prophetien mehr geben, das Reden in unbekannten Sprachen wird aufhören und auch die Gabe, Gottes Gedanken zu erkennen, wird nicht mehr nötig sein. Aber diese Liebe, sie wird nie vergehen, weil die Liebe Agape-Liebe ist, Gottes-Liebe ist. Das heißt, Gott lässt dir deine Liebe, muss man sagen, auch zu Menschen hin, ganz klar, wir haben Verantwortung. Wir können jetzt nicht sagen, ah, ich bin Christ und ich habe die Agape-Liebe, die menschliche Liebe ist mir auch egal. Nein, nein, wir haben da Verpflichtungen auch, ganz klar haben wir Verpflichtungen, für unsere Familie zu sorgen, dafür da zu sein, ihnen Gutes zu tun und auf der anderen Seite in meiner Persönlichkeit als Christ erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist und diese Agape-Liebe zu haben anderen Menschen gegenüber. Wir haben die beste Möglichkeit, wenn wir nachher Kaffee trinken und Kuchen essen, können wir testen. Ne? Können wir testen. Können wir einander beschenken und ermutigen mit dieser Agape-Liebe. Weißt du, warum die so wichtig ist? Das ist ein Erkennungszeichen der Christen für die Welt. Für die Welt. Ne? Steht in der Bibel drin, dass die Menschen uns anschauen, Menschen, die nicht an Gott glauben, und dass sie sehen,
die Liebe unter die Christen, dass das ein Zeichen ist, dass Gott mit ihnen ist und sogar vielleicht, dass sie sich bekehren, weil sie sehen, die haben etwas, was wir nicht haben. Aber wenn es bei uns genauso ist wie in jedem Kaninchenzüchterverein oder so, dann wird es schwierig. Ne? Wenn wir nur auf dieser menschlichen Ebene sind, auf dieser menschlichen Liebe, dann wird es schwierig. Dann beißt man sich, da sagt man, der hat gesagt, die hat gemeint, der hat das auch. Guck mal die an, die macht gar nichts, der macht ganz viel und so weiter. Dann fangen wir an, irgendwo zu taxieren und irgendwie Dinge einzuteilen. Aber wenn wir diese Liebe Gottes haben, dann sagen wir, halt, stopp mal. Lass uns mal ruhig werden. Lass uns ruhig werden, lass uns beten und Gott fragen, Gott, was meinst du dazu? Halleluja, hast du das schon mal gemacht? Gott, was meinst du dazu? Und ich glaube, das ist das Beste, was wir tun können, dass wir ihn einbeziehen in unseren täglichen Lebensablauf und nicht irgendwie ihn nur vorholen, dass wir sagen, hey, jetzt brauche ich dich aber, jetzt brauche ich dich, jetzt habe ich eine Not, sondern dass ich ihn danke, ihn lobe und ihn preise, eigentlich tagtäglich in meinem Leben. Und also hier geht es ja natürlich auch darum, dass wir einmal in den Himmel bei Jesus sein werden und dann wird diese Liebe nicht weg sein, sondern wir werden erkennen, wie gewaltig und groß diese Liebe Gottes ist. Und ich glaube, dass diese Liebe Gottes lässt Gnade zu in unserem Land, lässt Gnade zu in unserem Leben. Das glaube ich, diese Liebe Gottes, dass es Gottes Geduld ist, die wir im Moment erleben. Weil die Bibel redet auch von einem Zorn Gottes. Also Gott ist Liebe, das wissen wir, Gott ist Liebe und Gott ist gerecht. Gott ist gerecht. Gott ist der gerechte Richter. Das heißt, Gott wird auch Dinge richten in dieser Welt. Gott wird auch, wenn wir uns nicht bekehren zu Jesus, wenn wir nicht in Vergebung leben, wird auch er zu unserem Richter einmal werden. Und ich hoffe, dass er zu unserem Richter wird, dass wir sagen, dass er uns gerichtet hat. Wir sind versetzt von dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes. Wir gehören dazu. Wir sind im Himmel. Du bist oben eingeschrieben und du wirst oben ankommen. Aber mir sagt jetzt auch die weiteren Verse, wo es heißt, dass diese Erkenntnis ist bruchstückhaft, ebenso wie auch unser prophetisches Reden. Im Moment hebt man teilweise die Geistesgaben ganz hoch und vergisst ganz dem Wort zu lesen. Also es ist schon wichtig, dass wir uns an das Wort Gottes konzentrieren. Ganz wichtig. Also wenn mir jemand etwas sagt, es war jetzt ja auch eine Prophetie, die durch Deutschland geht, hat einer prophezeit, da, was wird passieren und so weiter. Aber wisst ihr, was ich da persönlich in meinem Leben sage? Okay, was Gott tut, wird er einem Propheten offenbaren oder seinen Propheten? Weil, wisst ihr, wenn Gott gewaltige Dinge vorhat, jetzt zu tun, wird es seinen Propheten. Dann werden es mehrere Prophetien sein, die da im Tenor das bestätigen. Wenn einer sowas sagt, darf man prüfen. Ganz klar, alles soll man prüfen, diese Dinge. Aber wir in Deutschland, wir sind ein bisschen naiv in manchen Dingen, dass wir nicht mehr prüfen. Ja, wir gehen ganz stark nach unseren Gefühlen, aber ich sage dir, dein Gefühl kann dich täuschen. Ja, wenn ich hineinschaue, wenn ich so etwas höre, versuche ich den Background rauszufinden, auch von dieser Person, wo ist sie aktiv, was macht sie? Und dann auch zu prüfen, sind es auch andere, die das bestätigen oder nicht? Steht es nur für sich alleine? Leider sind wir so, dass wir das gleich auf Plattform hochheben und verbreiten und so weiter. Und wenn man dann schaut, bla bla war, nichts mehr. Ne? Weil ich erinnere mich, die meisten von euch waren noch gar nicht da, die jungen Leute nicht, da hieß, oh du, dieser Prophet, der kommt, dieser Prophet, du hör mal, der kann deinen Namen sagen, der kann die Adresse sagen, wo du wohnst. Das hat er schon gemacht, ja. Und schon lange her. Da hat man festgestellt, der hat einen Fehler in seinem Leben. Dann war der wieder weg von der Plattform. Ne? Deshalb sollen wir Dinge prüfen und uns nicht irgendwo aufs Glatteis führen zu lassen, sondern wenn Gott dich liebt und zu dir redet, du hörst seine Stimme,
dann wird der Heilige Geist eine Bestätigung geben. Wird er eine Bestätigung geben? Also das ist für mich persönlich, ich kann ja auch noch von mir reden, wenn ich jetzt etwas höre, ich habe, oder wir auch als Ehepaar, als Familie, auch einzeln, haben wir ganz viele Worte vom Herrn bekommen, ganz viele. Und wenn ich das höre, dann habe ich in mir, und das glaube ich ist der Heilige Geist, habe ich dann eine Bestätigung. Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Es passiert mir selber, wenn über euch prophezeit wird, weil ich viele kenne von der Gemeinde, wenn da ein prophetisches Wort kommt, habe ich in mir diese Überzeugung, das stimmt, das ist von Gott, oder auch nicht. Ne? Da kann man es vielleicht mal liegen lassen und prüfen, aber dass man nicht gleich, wenn man etwas hört, was man nicht einordnen kann, gleich für wahrnimmt für sein Leben, sondern halt, prüfe das. Gott ist nicht so, das ist jetzt der Hauptgewinn und du musst ziehen jetzt, sonst gehst du verloren. So ist Gott nicht. So ist Gott nicht. So ist Gott wirklich nicht. Gott hat Geduld. Und der Heilige Geist, das ist meine Erfahrung, wenn er dir einen Auftrag gibt, er sagt es nicht nur einmal, sondern beim ersten Mal kann sein, du hast es nicht geschnallt. Beim zweiten Mal vielleicht fängt es ein bisschen an. Er redet zu dir, bis du es verstehst. Weil er ist Liebe. Er ist Liebe und er hat Geduld. Nehmt das mal mit. Ich glaube, das ist ganz wichtig für uns, dass wir nicht gleich in Dinge reingehen und sagen, das ist es, sondern dass wir Dinge prüfen und uns wirklich Gewissheit von Gott geben lassen. Und so sind auch eigentlich die weiteren Verse dann ausgerichtet hier, die wir lesen aus diesem Kapitel. Wenn aber das Vollkommene da ist, das heißt, dieses Vollkommene ist, wenn Jesus wiederkommt, wenn du im Himmel bist, dann ist dieses Vollkommene da. Und dann hören all diese Dinge, von denen ich jetzt eben geredet habe, hier, ob es Erkenntnis ist, ob es Prophetie ist, ob es Sprachenrede ist, all das wird dann aufhören, das braucht man nicht mehr. Aber die Liebe, sie wird nicht aufhören. Und der Vers 11 sagt dann so, einfach dieses Wachstum als Kind, redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind. Ja, wenn wir das mal auf unser Christenleben sehen, vielleicht ist jemand da heute, der hat sich erst vor einem Jahr bekehrt zu Jesus. Du sagst, Halleluja, alles top, alles super, ich habe Jesus so toll erlebt und das ist stark. Aber in der ersten Zeit, da bist du wie ein Kind. Du brauchst Pflege, du brauchst, dass Leute dir die Wärme geben, dass Leute dir die richtige Nahrung geben, dass Leute ja, dich einfach begleiten auf dem Weg, ne, als Kind. Redete, dachte, urteilte ich wie ein Kind. Ich glaube, das kann jeder Ja zu sagen. Unsere Kinder, sie brauchen Begleitung der Eltern, sie brauchen den Schutz. Doch als Erwachsener habe ich das kindliche Leben oder Wesen, das heißt es hier, kindliche Wesen abgelegt. Das heißt, wenn ich erwachsen werde in Jesus, dann brauche ich nicht mehr diese Begleitung wie ein kleines Kind, sondern dann kann ich selber Dinge entscheiden und ich kann selber mit Gott kommunizieren. Ich kann selber das Wort Gottes lesen und Gott offenbart mir die Dinge. Das heißt, dieses Kindesalter oder diese Kindeseigenschaften, die verändern sich. Die verändern sich. Oder dann der Vers 12. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild, wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Halleluja. Also, der Vers hat schon Gewaltiges in sich, ne? Weil die Bibel sagt, niemand hat Gott gesehen. Ne? Aber es wird die Zeit kommen, wo wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Jetzt denken wir, okay, Lobpreis ist so gut, Anbetung, oh, Gott ist da, Gottes Gegenwart, Gottes Herrlichkeit. Und wir spüren das und das ist gut so, das ist auch nichts Verkehrtes daran, aber wir sehen nicht Gott in ist im Moment nicht möglich, dass wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Ne? Manchmal sagen Leute, sie haben Jesus gesehen oder auch einen Engel gesehen, aber Gott war selbst vor Mose verborgen, weil dieses Angesicht Gottes ist so mit dieser Herrlichkeit Gottes erfüllt, dass niemand es anschauen kann, ohne wirklich
blind oder verzehrt zu werden. Halt, ne? Aber dann, wenn wir einmal da sind, werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt im Moment ist es wie ein trüber Spiegel. Wir haben, spüren Dinge, wir sehen auch manchmal Dinge. Und wie der Vers hier weiter sagt, jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar sehen, so deutlich, wie mich Gott jetzt schon kennt. Halleluja. Ein letzter Vers. 13. Was bleibt? Was bleibt? Sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Und von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte. Ohne Glaube können wir Gott nicht gefallen. Das heißt, ich muss glauben an Gott. Manchmal muss man sich zwingen zu glauben, vielleicht, ja. Es kann manchmal ein Kampf sein, zu glauben. Ne? Ich sehe Gott nicht, ich habe keine Beziehung zu Gott, ich verstehe die Bibel nicht. Man kennt ja manchmal so viele Worte, wenn man mit Menschen redet, aber wir brauchen diesen Glauben. Und wir dürfen beten für Glauben. Ich glaube, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Das heißt, wir brauchen Gemeinschaft unter Gottes Wort. Wir müssen in Gottesdienst kommen, um glauben zu können, dass unser Glaube aufgebaut wird. Aber und was hier in der Bibel steht, dieser Vers 13, das ist, glaube ich, eine Realität, weil Glaube ist auch eine Gabe Gottes. Es ist vielleicht, es steht auch in der Bibel drin, dass es manchmal unterschiedliche Maße des Glaubens gibt, aber Glaube ist eine Gabe Gottes. Hier geht es ja nicht um den Glauben, dass ich morgen, was weiß ich, meine Rente kriege oder morgen die Sonne scheint. Weißt du, das ist ein menschlicher Glaube. Aber der Glaube der Bibel ist ein gewissenhafter Glaube. Das heißt, ich bete und ich glaube für Dinge, die ich im Moment nicht sehe und nicht habe, dass sie sein werden. So. Und dann zweifle ich nicht daran, wenn am nächsten Morgen das gar nicht so aussieht, dann bete ich weiter dafür, dass ich es bekomme. Dass ich es bekomme. Halleluja. Den Raum, den wir sitzen, wir haben geglaubt, wo wir vorher waren, im Gemeindezentrum, irgendwo auf dem Kauflandpark, der hier in der Schwieberdinger Straße. Also, ihr mögt jetzt denken, ja, der hat heute seine weiße Jacke an, der brüstet sich selbst. Aber für mich war das klar, als wir da waren, der nächste Raum wird ein eigener Gemeinderaum sein. Ja? Das habe ich so klar gewusst, ich hätte das unterschreiben können, dass es sein wird. Aber es sah nicht so aus. Es sah nicht so aus. Dann hatten wir ein Objekt in Aussicht, in Osweil, dieses amerikanische Casino da, wo jetzt viel gebaut ist. Und dann kam ein Prophet aus Amerika. Es kommen auch manchmal gute Dinge aus Amerika, es ist nicht alles schlecht, was aus Amerika kommt. Roger Thiel, der eigentlich auch so ein Freund von uns ist, und der hat dann gesagt, also das Gebäude, wo ihr drauf schaut jetzt, ist nicht das Gebäude, was Gott für euch hat. Wow, zieht das alles den ganzen Boden unter die Füße weg. Ne? Wir hatten schon einen Architekten mal beauftragt, mal zu schauen, ist das möglich? Und aber weil ich weiß, er hat schon viele so Dinge auch in anderen Gemeinden prophezeit. Dieses Wort ist schon stark und es ist Wahrheit von Gott. Und dann hat er gesagt, ja, also das, was Gott für euch hat. Also das war jetzt, wir sind jetzt 2004, wir haben jetzt 2024. Wie lange sind wir hier? Kann man ja rechnen schnell, ne? Also 20 Jahre sind wir hier. Und jetzt weiß ich nicht, wann er diese Prophetie gegeben hat. 2004, das war also schon, also mindestens 2002, man müsste es mal rauschecken, ich glaube, dass wir diese Prophetie noch haben, hat er das gesagt. Und dann bin ich mit ihm durch die Stadt gefahren, habe gesagt, blaue Gebäude, nee, das ist es nicht, also wir haben keins gefunden. Ne? Und dann war das Gebäude hier in der Zeitung und das war dann so dargestellt, also das hat für uns keinen Wert, es war als Werkstatt dargestellt, Autowerkstatt und so. Und, aber das ist also, wenn Gott was hat für dich, dann sagt er das nicht nur einmal, das ist jetzt für dich, sondern das war lange in der Zeitung drin, also über Monate, denke ich, war das in der Zeitung. Dann habe ich gedacht, okay, ich rufe doch mal an. Dann habe ich mir die Exposé schicken lassen, da, das hat er
Post gehört, Deutsche Post. Und dann, die habe ich heute noch, da siehst du gar nichts drauf. Das ist so eine schlechte Kopie. Und dann ist es so gezeichnet als Laie jetzt, da denkst du, überall sind Pfeiler drin. Da habe ich gesagt, gar keinen Wert, ich will kein Gebäude mit Pfeiler. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt schauen wir es uns an. Und ich kann mich genau noch erinnern, dann haben wir uns getroffen mit einem Mann an dem Tor. Das Tor gibt es jetzt nicht mehr so, wenn ihr da reinfahrt vorne. Haben wir uns dann getroffen, sind hier raufgefahren, da war der François Botes noch dabei. Und Hildegard und ich sind wir raufgefahren, dann sind wir hier irgendwie durch diese Tür, glaube ich, sind wir rein. Oder ja, ich glaube, durch diese Tür sind wir rein. Und dann alles verölt hier. Und dreckig und nach Öl gerochen und hier war eine Glaswand irgendwo noch drin und so sah das aus. Und Fosfor hat dann gesagt, okay Karl-Heinz, do it. Ne? Karl-Heinz macht das einfach, ne? Also kauft es einfach mal ganz schnell hier. Ne? Und, aber ich wusste auch ziemlich schnell, es ist von Gott, das ist von Gott. Und das ist blau, die Seite ist noch blau, die andere haben wir schon anders gestrichen. Wenn ihr meint, der Prophet hat kein Recht gehabt, er hat Recht gehabt. Verstehst du? Er hat Recht gehabt. Und der François hatte vorher prophezeit, es hat braune Fliesen. Wenn du den Teppichboden wegmachst, siehst du braune Fliesen. Und das ist so für mich immer faszinierend, wenn wir dem Herrn vertrauen. Das ist so stark. Das ist so stark. Und heute sind wir hier. Schon viele Jahre. Und es wird zu einem Segen. Hier trifft sich eine aramäische Gemeinde am Nachmittag. Abends ist hier eine ukrainische Gemeinde, die mindestens genauso viele Leute sind wie wir heute hier. Und es dient dem Reich Gottes. Und das ist doch wirklich großartig, was Gott macht. Hätten wir jetzt vielleicht an dem anderen festgehalten, wo wir denken, oh Mann, da haben wir schon so viel investiert dran und jetzt wieder eine Veränderung. Aber ich glaube, wenn wir Gott vertrauen, dann sind wir bereit, auch unseren Weg zu verändern. Und ich bin dankbar, dass wir diesen Weg gegangen sind. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass du weißt, dieser Glaube in deinem Leben, der hat Substanz, der ist wichtig. Und die Hoffnung ist auch etwas. Hoffnung ist manchmal eine Brücke, um Dinge zu erleben. Vielleicht denkst du, ich habe gebetet, aber es ist noch nicht passiert jetzt. Aber dass wir Hoffnung haben. Herr, du hast das Gebet erhört und ich werde es erleben. Halleluja. Es ist so stark, mit Gott zu leben. Es ist wirklich so stark. Und ich sage auch jungen Leuten, also je eher ihr anfangt, wirklich total mit Gott zu leben, das wird das spannendste Leben, was ihr leben könnt. Ja? In dieser Welt, was hat diese Welt zu bieten? Ja? Du hast einen super Job, ein Jahr später, Stellenstreichung brauchen wir nicht mehr. Und wir leben in dieser Zeit. Ich glaube, diese eine Frustrationswelle der gut ausgebildeten Leute wird noch auf unser Land zurückkommen, wo diese Leute dich und mich brauchen, wo wir sie trösten, wo wir sie wirklich zu Jesus bringen können, weil er muss dieser Weg sein. Und dann ist auch ein Leben erfüllt, obwohl der Job vielleicht weg ist. Halleluja. Und diese Liebe Gottes, sie bleibt. Diese Liebe Gottes bleibt. Diese starke, starke Liebe. Lass diese Liebe. Es heißt in der Offenbarung auch eine Stelle, dass wir, warum wir die Gemeinde, diese erste Liebe verlassen, dass man zurückkommt zu dieser ersten Liebe, dass man von Herzen lieben kann, dass man von Herzen Menschen begegnen kann mit der Liebe Gottes. Das wünsche ich uns in Jesu Namen. Amen. Amen. Wollen wir noch aufstehen, wollen wir noch beten? Slava, kannst du kommen, ein bisschen spielen? Lass uns beten. Und wir möchten wirklich beten, dass wenn du heute Morgen hier bist und du bist krank, meinetwegen du hast irgendwo ein Wehwehchen, dann lass uns für dich beten. Dann sei du der, der seine Hand vielleicht, da wo du Schmerzen, Probleme hast, ob das dein Herz ist, deine Lunge, deine Niere, oder auch deine Gelenke oder Organe, lass uns beten im Namen Jesus, dass Gott dich da anrührt, wo du bist. Dass Gott dich da anrührt, wo du bist. Amen. Weil Gott ist da. Er ist hier. Und wo Gott ist,
ist Kraft, ist Heilung. Wo Gott ist, ist Frieden. Wo Gott ist Freude. Jesus, danke, dass wir beten dürfen in deinem Namen heute Morgen, Herr. Dass wir wissen dürfen, du bist der Gott unserer Rettung. Du bist der Gott unserer Heilung. Und du bist der Gott unserer Befreiung, Herr Jesus. Und Herr, ich bete jetzt in deinem Namen für Heilung. Ich bete für Heilung in unserem Körper, in unserem Geist, in unserer Seele. Dass Gelenke sich bewegen, dass Organe funktionieren und dass unser Gehirn funktioniert, dass wir alle Depressionen gehen müssen, dass wir alles das, was uns da wirklich angreifen möchte, gehen muss im Namen Jesus. Du bist unser Heiland, Herr. Und dass die Gelenke funktionieren, die Wirbelsäule funktioniert im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Jesus, ich bitte dich, durchströme du uns mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Setz du jeden Einzelnen von uns frei. Herr, dass Mächte der Finsternis, die uns irgendwo gefangen halten möchten, gehen müssen in deinem Namen, weichen müssen in deinem Namen. Geh in Jesu Namen. Halleluja. Herr, wir erheben deine Macht. Wir erheben deinen Sieg von Golgatha. Wir erheben das Werk der Erlösung unseres Lebens, dass du uns erlöst hast von all den Dingen, wo wir vielleicht geplagt sind, Herr. Danke dafür. Danke, Jesus, für Kraft der Heilungen. Danke für Kraft der Freisetzung heute Morgen. Und danke auch für Kraft deiner göttlichen Liebe und dass deine Verheißungen, dass sie Ja und Amen sind. Und danke, Herr, dass wir auch beten dürfen für alle Organe in unserem Körper, Herr. Egal, ob es Leber, Herz, Niere, was es alles sein mag, Herr. Dass du uns durchströmst mit deiner göttlichen Kraft, Herr. Danke, dass wir das nehmen dürfen von dir, Herr Jesus. Weil alle gute Gabe, sie kommt von dir. Sie kommt von dir. Halleluja. Ich danke dir und ich ehre dich, Herr Jesus. Herr, und ich möchte auch ausrufen, dass hier wir als Gemeinde, wo dein Wort gepredigt wird, offen sind für das Wirken deines Heiligen Geistes. Herr, wir wollen, dass dein Heiliger Geist regiert, Herr. Herr, dass diese Gemeinde gebaut und geleitet wird durch deinen Heiligen Geist und Männer und Frauen, die voll deines Heiligen Geistes sind. Ich ehre dich darüber und ich danke dir, Herr, dass du für diese Gemeinde bist. Weil es deine Gemeinde ist, Herr. Und du baust sie, du reinigst sie, du heiligst sie, Herr. Du mehrst sie, Halleluja. Danke, Jesus. Herr, danke, dass sie wächst mehr und mehr, Herr. Zu deiner Ehre, Herr. Halleluja. Aber, Herr, dass sie wächst, auch in der Qualität, Herr, dass wir alle erkennen, wie gut du bist, Herr. Dass wir dir dienen in diesen Gaben und Berufungen, die du gegeben hast, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für Herausforderungen. Aber danke, dass du Mut gibst. Danke, dass du Kraft gibst. Halleluja. Ich ehre dich. Ich ehre dich. Und danke, Herr, dass wir auch jeden segnen dürfen heute Morgen, der hier irgendeinen Dienst hat, egal ob es der kleinste Dienst ist oder der größte Dienst. Herr, bei dir ist nichts klein oder groß. Du sagst, alles, was wir dir tun, wird nicht unbelohnt bleiben. Und dafür danke ich dir, Herr. Und dafür danke ich dir, Herr, besonders für die Treuen, Herr, die treu über schon viele, viele Jahre lange Zeit hier Dienst tun, Herr. Herr, du bist ein Belohner und wir wollen sie segnen, Herr, dass deine Belohnung, dein Segen auf ihr Leben kommt, Herr. Mit Wohltuungen nach Körper, Geist und Seele. Zu deiner Ehre, Jesus. Halleluja. Dank sei dir. Ehre sei dir, Anbetung sei deinem Namen, Halleluja. Und ich spüre auch, wie Gott uns sagen möchte, dass er, ja, und ich glaube, dass das jeden Einzelnen gilt heute Morgen, wie sehr er dich liebt, wie sehr Gott dich liebt, wie sehr er dich liebt, wie sehr Jesus dich liebt. Nimm das an für dein Herz, für dein Leben. Wie sehr er dich liebt. Es ist der Gott, der vor dir steht, der
die Arme ausgebreitet hat nach dir, der dich in seine Arme schließen möchte, um dir seine Liebe zu zeigen, seine Größe. Halleluja. Und ich möchte auch ausrufen, habe Mut zu glauben. Habe Mut zu glauben. Habe Mut zu glauben, da wo du nichts siehst. Habe Mut, Gott zu vertrauen. Gott zu vertrauen. Gott zu vertrauen, das bringt Kraft, das bringt Durchhaltevermögen, weil du vertraust ihm. Du hältst fest an seine Verheißungen. Halleluja. Und wenn du spürst heute Morgen, da ist Mangel an der Liebe Gottes in dir, Vater, danke, dass wir dafür beten dürfen, dass wir zurückkommen zu dieser ersten Liebe, dass du uns hineintauchst in dieses Meer deiner göttlichen Liebe und Gnade und Barmherzigkeit. Halleluja. Herr, du weißt, ich wünsche das uns, aber es ist auch dein heiliger Wille, Herr, dass wir ein erfülltes Leben haben in dir, dass wir erfüllt sind mit deinem Geist, dass wir erfüllt sind mit deiner Gottesliebe, von Kopf bis Fuß, Herr, von Kopf bis Fuß. Halleluja, Halleluja, danke dafür von ganzem Herzen, von ganzem Herzen. Lass es zu, dass Gott heute Morgen ein Werk tut in dir, dass er etwas in dir tun darf, dass du spürst, ja, er hat dich wirklich lieb. Er hat dich lieb. Es gibt keiner, der zu schlecht ist, dass Gott ihn nicht lieben könnte. Sondern du hast die Möglichkeit, es wirklich hineinzulassen in dein Herz und Leben. Und ich segne uns mit dieser Gottesliebe, mit dieser Agape-Liebe, mit dieser Liebe, die Gott schenkt durch seinen Heiligen Geist in unser Leben hinein. Herr, wo wir das verlassen haben, entschuldige, danke, dass wir zurückkommen dürfen, dass du uns neu erfüllst mit dieser ersten Liebe, mit dieser deiner göttlichen Liebe. Halleluja. Amen. Amen. Weißt du, diese Agape-Liebe ist eine Macht Gottes, ist eine Macht. Diese Agape-Liebe hat Power in sich, hat Kraft in sich. Wenn ein Mensch dich nicht liebt, aber du kannst ihn mit dieser Agape-Liebe lieben, weil Gott ihn liebt, dann ist das stark, dann ist das mächtig. Amen. Gott die Ehre. Das sind richtig Schätze heute Morgen, ne, oder? Gefordert.